Hallo und herzlich willkommen zurück zu Artonellico Melody of Edemia. Wir haben eine Prüfung vor uns. Die Prüfung des Mondes, und wenn ich mich recht erinnere, fand ich die damals ziemlich scheiße. Aber nur wenn ich mich recht erinnere, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Nun fangen wir mit der Prüfung des Mondes an. Aber bevor wir beginnen, das Mädchen, wie ist dein Name? Ich? Mein Name ist Orica. Leiner, du musst zum letzten Zimmer dieses Tempels zusammen mit Orica gehen. Ich werde dort auf dich warten, um die Prüfung zu beginnen. Er ist weg. Wir gehen besser auch. Bitte wartet auf uns in der Stadt. Alter, ich stehe jetzt ganz alleine, so really lonely und so. Me don't like it, das Stück. Ach ja, ich sage, ich habe diese Prüfung gehasst. Aber haben wir Vertrauen in Orica und in unsere Fähigkeiten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Labyrinthe hasse? Ich hasse Labyrinthe. Und das ist eins dieser sackigen Dinger. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Ganze so wie in so ein Quadrat aufgebaut. Ich muss jetzt den richtigen Teleporter wählen, um weiterzukommen. Aber um ganz sicher zu gehen, schaue ich einfach mal nach. で倒れて
Ja, ist wie im Viereck aufgebaut. Ich glaube, wir sind dahin gelaufen letztes Mal. Sollte ich dahin? Egal, ich geh erstmal dahin. Er hat ja gesagt, er gibt uns erstmal noch die Überprüfung. Ach verdammt, ich wollte mich doch heilen. Alter, bin ich dumm. Voll abgelenkt gewesen, weil die Katze gerade so niedlich aussieht, wenn sie sich putzt. Oder auch nicht. Ist okay. Ich kann wie gesagt nur sagen, ich habe diesen Tempel gehasst. Werden alle so froh sein, wenn wir diesen Tempelpart hinter uns haben. Oh ja, das werden wir. Oder beziehungsweise, wenn die Monster uns nicht mehr auf den Sack gehen. An der ganzen Sache sind ja die Monster, die ständig auftauchen, solange bis man sie komplett besiegt hat und sie nicht mehr auftauchen. Erst dann wird es ein bisschen angenehmer. まずまずだよ。
Jetzt sag mir nicht, ich hab's jetzt schon geschafft. Alter! Ich hab's aber mal den und den hier machen. Die sollten sich einen neuen Innenarchitekten einholen. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Beeil dich und beginn endlich die Prüfung. Beruhige dich. Die Prüfung des Mondes wird schon bald beginnen. Oh nein! Die Prüfung dieser Herausforderung ist, mich in einen Kampf zu besiegen. Was? Ich muss dich warnen. Du kannst mich nicht durch traditionelle Methoden besiegen. Du bist also so selbstsicher, ha? Huh? Das ist keine Selbstsicherheit. Es ist nur eine Warnung. Beginnen wir die Prüfung jetzt. Einiges drauf. Und hat auch ziemlich viel Power hinterm Buckel. ああ力を貸して。
Schade. Ich glaube, das war's. Ich ergebe mich. Glaubst du nun, dass ich ein Ritter von Elemia bin? Das tue ich. Rainer Barset, du bist wirklich ein Ritter von Elemia. Komm später zum Rectory. Also komm später, ich weiß nicht, was Rectory heißt, aber okay. Wir werden uns mit Tastiella in Verbindung setzen, um zu sehen, was wir tun können. Heißt das, ich muss den ganzen fucking Weg zurücklaufen? Naja, was? Ich nehme jetzt den Rest mit. Wie ist es gelaufen? Ich habe mich selbst bewiesen. Wirklich? Siehst du? Hab ich dir doch gesagt. Wir haben ein Treffen im Rectory. Hey! Oh. Und da wir aktuell keine Monster hier haben... hier noch ein paar Schätzchen nicht mitgenommen habe. Na, ich brauche da wohl die Misha. Aber die hat ja noch den Eisdingens, das Eisdingens drauf. Das Eisdingens. Ja, ich weiß, ich habe vor uns so rumgejammert. Ah, diese Prüfung, ich erinnere mich, ah, die war so scheiße. Und jetzt so, das war schon, ah, okay, passiert da. Oh, ich habe das echt schlimm in Erinnerung gehabt. Und viel schlimmer. Also für den Fall, dass man braucht, hier liegen noch ein paar Items eigentlich rum, die ich gerne hätte. Aber die ich mir nur mit Micha holen kann. Neu ungeil. Erst machen wir noch den hier und dann da hier. Orica, kann ich mit dir reden? Leina, guten Abend. Worüber möchtest du heute mit mir reden? Das ist wirklich sehr seltsam. Was ist es? Der Tempel von Emphena. Es ist ein Tempel, aber er ist voller Feinde. Findest du es nicht seltsam, dass man an so einem Ort gegen Feinde kämpfen muss?
jetzt da du es erwähnst, ja. Es ist viel mehr ein Nest als ein Tempel. Ja, nun, du hast recht. Es fühlt sich mehr so an, als hätten sie diese Prüfung eher als Ausrede dafür benutzt, dass wir diese beseitigen. Ja, das kann ich nicht wirklich ablehnen. Also sprich, wir haben unbezahlte Drecksarbeit gemacht. Oh. Wie doof, wir haben unbezahlte Drecksarbeit gemacht. Ich habe gehört, dass du die Prüfung des Mondes bestanden hast. Natürlich habe ich das. Du hast wirklich viel Energie. Hey, du hast es versprochen. Also kommt schon, lasst uns rauf. Na schön. Wir werden das Feina-Tor öffnen. Aber du kannst es dennoch nicht nach Platina schaffen. Warum nicht? Jetzt kommt wieder diese hübsche Grafik. Ein paar hundert Steine aufwärts gibt es einen Ort, der sich das Frozen Eye nennt. Ich verstehe warum. Sauron wäre echt neidisch. Das Frozen Eye teilt die oberen von den unteren Teilen des Turmes von Artanelico. Die obere Welt, Platina, ist nicht physisch mit der unteren Welt verbunden. Wirklich? Du kannst nicht durch das Frozen Eye klettern. Also, wie sollen wir dann da hochkommen? Wie bist du denn zu Beginn hier runtergekommen? Ich hatte ein Luftschiff, aber ich habe es Bruch gelandet. Ah, ich verstehe. Die Technologie in der unteren Welt kann dich nicht zum Frozen Eye hinaufbringen oder nach Platina. Was ist mit dem Warp Gate? Es ist in der Mitte des Turmes lokalisiert. Aber mit dem Covenant of Elemia hat Shorelia es versiegelt. Es gibt nur eine Option. Du meinst die Zeremonie? Ja, deine einzige Chance ist es, das Circular Baptism zu performen. Aber das... Nun... Worauf warten wir denn noch? Lina, bist du dir sicher deswegen? Du weißt nicht mal, was für eine Art verrückte Zeremonie das ist, die da auf dich wartet. Das ist wahr, aber ich werde alles tun, um zurück nach Platina zu kehren. Du wirst dich selbst in einen Geist verwandeln und mit dem Turm vereinigen. Das ist, was die Circular Baptisten-Zeremonie bedeutet. Es ist nur temporär, aber für die Zeit wirst du in dieser Welt nicht existieren. Du meinst, wir werden... Ja, du wirst von dieser Welt verschwinden. Technisch gesehen wirst du tot sein. Lina, ich werde es tun. Lina... Nun gut, dann soll es getan werden. Wir werden die Zeremonie vorbereiten. Lina, ich werde deine Hilfe brauchen. Okay. Wir werden ein Gerät brauchen, das sich Circular Teleporter nennt, für die Zeremonie. Wir müssen jedes Mal eine neue machen, wenn jemand wünscht, diese Zeremonie zu durchführen. Also wird deine erste Aufgabe sein, eine neue zu machen.
Das klingt nicht sehr schwer. Das wird nicht sehr lange dauern. Warte, ich werde mit dir gehen. Micha, bist du sicher? Ja, bin ich. So, aber wir gehen jetzt erstmal in den Tempel. Was für eine Art Material brauchst du? Ein Julastrino und ein Invertook. Weißt du, was das für Dinger sind? Nein, ich habe noch nie zuvor von ihnen gehört. Oh, was stimmt mit dir nicht? Du musst die Dinge erst überprüfen, bevor du zu so etwas zustimmst. Warte, ich denke, ich habe von Julastrino mal gehört. Gehen wir in den Tempel von Emphena. Dort solltest du ihn finden. Okay, zum Tempel. Ja, da wollten wir doch sowieso hin. Und ich denke, ich kann dir mit dem Invertook helfen. Es ist eine lange Geschichte, aber ich habe eine Rezeptkarte dafür. Wirklich? Grüße, du bist echt die Größte. Aber das bedeutet, ich muss es immer noch machen, richtig? Ja, und es ist sehr schwer. Ich konnte es selbst nicht schaffen. Also, willst du es immer noch probieren? Willst du wirklich fragen? Okay, dann solltest du die Karte haben. Aber es gibt eine Bedingung. Du musst auf diese Karte aufpassen. Ich werde dir niemals vergeben, wenn sie dreckig oder so wird. Du fängst an, mir Angst zu machen. Okay, Krusch ist also auch ein bisschen strange. Aber das ist ja normal bei den Leuten hier. Hey, wo kann ich dieses Julastrino finden? Es sollte im Geräteraum auf der dritten Ebene dieses Tempels sein. Ich denke, ich habe sie in dem Raum zuvor gesehen. Okay, find mir diesen Raum. Katze kommt. Katze Alert. Bleib eine brave Katze, leg dich dahin. Ich habe gesagt, du sollst eine brave Katze sein, dich da hinlegen. Kitty. Don't worry. All we have to do is to grow some stone trees. Also wir müssen ein paar Steinbäume wachsen lassen. Steinbäume? Was, du hast noch nie von Steinbäumen gehört? Nein. Steinbäume sind eine besondere Art von Steinen, die selbst wachsen. Alle Gebäude hier sind aus diesen gemacht. Es gibt einen Stein, der wächst? Ja, aber ihre Wachstumsrate ist für gewöhnlich sehr langsam. Aber wenn du Stone Tree Fertilizer benutzt, wird das sofort wachsen. Echt jetzt? Wir brauchen Fertilizer dafür und er hat uns gerade eine Rezeptkarte dafür gegeben. Das hätte er uns ja nicht mal so ein paar Töne eher sagen können, der gute Harm. Nein, Katja, hat er nicht. Hätte er nicht machen können, der gute Harm. Er lässt uns lieber ins offene Messer laufen. Oh, Katzi! Sorry, das war die Katze, nicht ich. Also, falls jetzt irgendjemand dachte, das war ich, das war die Katze. Die, warum auch... Oh, du bist schwer, Kater. Und auf einmal sehen die Gegner ganz anders aus. Ups!
Katze hat Plumps gemacht. Oh, Kitty! Was haben wir dir zum Liegen am PC gesagt? Du musst da aufpassen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt bei Katze. Aber wir kennen ja meine Regel, kein Stream oder keine Aufnahme ohne Katze. Weil das Tier ist leider manchmal schlimmer als ein Sack voll Flöhe. Ach, verdammt. Da hab ich den Konter wegen der Katze verpasst. Katze reibt sich an Fuß. Ich nenne es Fertilizer. Hey, Lina. Hat dieser Fertilizer nicht irgendwie ein Aroma, das deinen Appetit anregt? Natürlich, es hat Neoguts und Thundershrooms in sich. Das ist alles, was es braucht, um Stone Trees zu machen? Warum nicht? Es ist total voller Nutritions. Hey, da schwimmt etwas in der Flasche. Das ist ein Stück Thundershroom. Ich habe es in Stücke geschnitten, sodass jedes Stück von Nutritions reinpasst. Ja, ich bin mir sicher, dass es gut wachsen wird. Ich bin mir irgendwie nicht ganz so sicher, aber okay. Ja, Katze, ich weiß, das passt dir nicht, sorry. Will die es schon wieder umbenennen? Accordonit.
Schau mal, das sieht nach einem richtig harten Metall aus. Natürlich, das ist ein Teil, das ist Teil eines, das sind die Teile für ein Luftschiff, die wir, wenn wir über die Plastline gehen. Oh, das ist ziemlich schwer. Irgendwie gruselig. Jetzt, da ich so darüber nachdenke, wie schmerzhaft es ist, wenn man das auf seinen Zeh fallen lassen würde. Oh, du musst nicht einmal darüber nachdenken. Okay, das Ding können wir immer noch nicht machen. Uns fehlt schon wieder Ehrmittel. Oh ne, wir haben Ehrmittel. Uns fehlen nur die Dinger. Und wir haben keine Sandershrooms mehr. Na, okay. Wakarimashita, wakarimashita. Ja, das sollte es aber erstmal sein. Wir haben die Prüfung hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir sterben. Mehr oder weniger, könnte man das so nennen. Ja, auf alle Fälle, wir haben jetzt die nächste Aufgabe, bevor wir endgültig mal nach Platina kommen. Es kann also noch ein kleines Stück sein, bevor wir Phase 1 wirklich abschließen. Nichtsdestotrotz, ich freue mich noch, dass ihr dabei seid. Freue mich über Kommentare. Wir können gerne über das Spiel oder sonstiges reden. Bitte wieder immer keine Spoiler. Und ja, Daumen nach oben, unten hilft mir sehr. Und in diesem Sinne sage ich Ciao!